Was ist Immuntherapie? Bis vor kurzem umfasste die Krebstherapie nur chirurgische und kurative Behandlungen wie Strahlen- oder Chemotherapie. In jüngster Zeit sind zwei neue Behandlungsarten hinzugekommen. Die Immuntherapie und die Präzisionsmedizin oder gezielte Krebstherapie. Beide werden oft in Verbindung mit chirurgischen und kurativen Behandlungen eingesetzt. Was ist das Prinzip der Immuntherapie? Spezielle Behandlungen fördern die natürlichen Abwehrkräfte des Patienten, damit sie die Krebszellen, auch Tumorzellen genannt, erkennen und vernichten können. Tatsächlich hat unser Körper sein eigenes natürliches Abwehrsystem, das zwischen unseren gesunden Zellen, dem sogenannten Selbst, und fremden Zellen, gefährlichen Angreifern, dem Nicht-Selbst, unterscheiden kann. Dieses körpereigene Abwehrsystem ist unser Immunsystem. Man nennt es auch die Polizei des Körpers, denn es patrouilliert ständig und wenn es ein Problem erkennt, greift es ein, um es zu beseitigen. Um die Immuntherapie zu verstehen, muss man die Funktionsweise des Immunsystems kennen. Zuerst muss man wissen, dass das Immunsystem aus verschiedenen Typen von Zellen besteht, nämlich den T-Killer-Zellen, den Makrophagen, den antigenpräsentierenden Zellen, kurz APZ, auf Englisch APC, eine Art Identitätsprüfer, und noch vielen anderen. Diese APZ durchforschen unseren Körper auf der Suche nach einem Eindringling, dem Nicht-Selbst. Dabei gehen sie so vor. Sie untersuchen verdächtige Zellen. Entdecken sie Eindringlinge, lösen sie Alarm aus und vermehren die T-Killer-Zellen. Die blockieren und vernichten dann die Eindringlinge, damit sie nicht wachsen und Krankheiten auslösen können. Wenn das Immunsystem gut funktioniert, greift es nur die Eindringlinge an und stört die körpereigenen Zellen, die Zellen des Selbst, kaum. Krebszellen stammen von der erkrankten Person und sind daher normalen Zellen sehr ähnlich. Es sind die Zellen des veränderten Selbst. Deshalb ist der Einsatz der Immuntherapie bei Krebs eine komplizierte Angelegenheit. Denn weil die Krebszellen unseren normalen Zellen ähneln, identifizieren die Zellen, die uns eigentlich schützen sollen, viele von ihnen als Teil des Selbst, obwohl sie eigentlich zu dem veränderten Selbst gehören. Das macht es so schwierig, Behandlungen zu entwickeln, die ausschließlich diese Krebszellen vernichten und die gesunden Zellen in Ruhe lassen. Das ist das Ziel der Immuntherapie. Es gibt viele unterschiedliche Arten der Immuntherapie. Doch es gibt auch Nebenwirkungen. Bei manchen Patienten und manchen Krebsarten besteht das Risiko, dass das Immunsystem die gesunden Zellen des Selbst angreift. Auch hat sich herausgestellt, dass die Immuntherapie nicht bei allen Krebsarten und nicht bei allen Patienten wirksam ist. Derzeit klappt es bei jedem vierten Patienten. Klinische Studien sind notwendig, um ihre Einsatzmöglichkeiten zu beherrschen, alleine oder zusammen mit anderen Behandlungsformen. Auch sind Immuntherapiebehandlungen von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Zu den Studienzielen gehören beispielsweise das Verbessern der Ergebnisse, die mit der Immuntherapie alleine erzielt werden können, die Kombination verschiedener Therapiearten wie Strahlenbehandlung, Chemotherapie, Hormontherapie und ihr Zusammenwirken, eine bessere Kenntnis des Immunsystems des Patienten. Man muss wissen, dass das Immunsystem von Kindern und Jugendlichen sich in einer besonderen Entwicklungsphase befindet und sich von dem eines Erwachsenen unterscheidet. Die Forschung muss daher auch anders ausgerichtet sein. Fassen wir kurz zusammen. Die Immuntherapie besteht aus einer ganzen Reihe von Behandlungen, die sich unser Immunsystem zunutze machen, um den Krebs zu bekämpfen. Die Behandlungen werden mit anderen Therapien kombiniert. Dieser vielversprechende therapeutische Ansatz ist leider nicht bei jedem Patienten und bei jeder Krebsart anwendbar. Es können erhebliche Nebenwirkungen auftreten. Daher muss noch viel geforscht werden, insbesondere was die Krebsbehandlung bei Kindern angeht. Monoklonale Antikörper. Antikörper sind Moleküle aus der Familie der Proteine und haben die Form eines Y. Unser Körper stellt Milliarden von ihnen her, wobei jede Art mit einer speziellen Aktion verbunden ist. Findet ein Antikörper sein Ziel, heftet er sich daran.
Manchmal sendet er ein Signal an das Immunsystem, um dessen Reaktion auszulösen. Zum Beispiel ein Aufruf an die Zellen, einzugreifen, um den Eindringling zu zerstören. Heute sind wir labortechnisch imstande, Antikörper herzustellen, die eine einzige spezifische Aktion ausführen. Diese Antikörper können wir sogar in großen Mengen vermehren. Sie heißen daher monoklonale Antikörper, mono für eine einzige Wirkung und klonal, weil wir sie klonen, also auf dieselbe Weise vermehren. Die Krebszellen schützen sich vor T-Killerzellen, indem sie deren Angriffe verlangsamen oder blockieren. Das nennt man immunsuppressive Mechanismen, denn sie unterdrücken die Abwehr des Immunsystems. Für eine solche Blockade lösen die Krebszellen zum Beispiel das PD-1-Programm der T-Zellen aus, also ein Programm, das die T-Zellen deaktiviert. Normalerweise ist dieses Programm ein Kontrollpunkt für unser Immunsystem, das ihm ermöglicht, die T-Zellen zu stoppen, damit sie keine Autoimmunerkrankungen auslösen, die sich gegen unsere eigenen Zellen richten. Damit die T-Zellen die Krebszellen bekämpfen können, dürfen sie natürlich nicht durch die Krebszellen gehemmt werden. Um ihnen zu helfen, gibt es zwei monoklonale Antikörper. Einer, der den PD-1-Mechanismus schützt, und ein anderer, der die Krebszelle daran hindert, zu agieren. Verhindert man die Blockade, kann man den Tumor besser angreifen. Im Ärztejargon heißt das, die Inhibition des Immunsystems gegenüber dem Tumor aufheben. Forscher haben Antikörper identifiziert, die es ermöglichen, Programme zur Stimulierung unserer Zellen zu aktivieren oder zu blockieren. Jetzt gilt es herauszufinden, wie wir sie effektiv einsetzen können. Bispezifische Antikörper. Im Labor werden sogenannte bispezifische Antikörper hergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art Bindungsstelle, die man seitlich mit zwei Haken ausstattet. Eine Seite heftet sich an eine Krebszelle, die andere an eine Killerzelle. Durch eine solche Verbindung können Aktionen zur Beseitigung der Krebszellen ausgelöst werden, wie zum Beispiel das Aktivieren anderer Killerzellen oder die Freisetzung einer Substanz, die die Krebszelle. Diese Technik liefert gute Ergebnisse bei manchen Blutkrebsarten und auch die Forschung über verschiedene Kombinationen von Bindungsstellen ist im Gange. Kommen wir jetzt zu den sogenannten CAR-T-Zellen, kurz für Chimäre Antigenrezeptor-T-Zelle. Ihr Einsatz ist eine weitere Technik bei der Krebsbehandlung. Die Bezeichnung Chimäre verwendet man in Anlehnung an das griechische Fabelwesen, das eine Mischung verschiedener Tiere war. In unserem Fall geht es darum, Zellen gentechnisch zu verändern. Dabei wird ein zusätzliches Element künstlich zu einer bestehenden Zelle hinzugefügt. Im Namen dieser Therapie entnimmt man der erkrankten Person zunächst T-Lymphozyten, auch T-Killerzellen genannt. Diese Zellen werden dann im Labor verändert. Da die Zellen von einer bestimmten Person stammen, ist jede der hergestellten CAR-T-Zellen auch spezifisch für diese Person. Das hinzugefügte Element wird je nach Krankheit und Ziel ausgewählt. Bei Lymphdrüsenkrebs ist das Ziel zum Beispiel der CD19-Rezeptor der Krebszellen. Bei anderen Krankheiten wählt man ein anderes. Dieses Element ist ein monoklonaler Antikörper. Sein Ziel ist das CD19-Antigen, das genau zu ihm passt. So wie ein Schlüssel, der in ein einziges Schloss passt. Um diese neue Waffe hinzufügen zu können, verändert man den genetischen Code der Zelle, ähnlich wie beim Update eines Computerprogramms. Dieser hinzugefügte monoklonale Antikörper fungiert dann als harpuneartiger Detektor, der ein spezifisches Ziel erkennt und daran andockt. Das Ergebnis? Eine Super-Killerzelle. Sie vermehren sich und werden dem Patienten eingespritzt. Bei manchen Leukämiepatienten ist der Einsatz von CAR-T-Zellen sehr erfolgreich. Der harpunenartige Detektor ermöglicht es neuen T-Zellen, die Krebszellen direkt aufzuspüren, andere T-Zellen zu alarmieren und die erkannten Zellen zu zerstören. Therapeutische Impfung. Impfstoffe können auch zur Behandlung von Krebs eingesetzt werden.
Ja, das mag seltsam klingen, denn normalerweise wird vorher geimpft, damit man eben nicht krank wird. Das nennt sich eine Vorsorgemaßnahme. Solche Impfstoffe gibt es für verschiedene Krebsarten, vor allem den Gebärmutterhalskrebs und noch für 7 andere Krebsarten. Sie alle entstehen durch HPV-Viren, also humane Papillomaviren, die Zellen infizieren und Tumore auslösen können. Die Immuntherapie nutzt das Prinzip der Impfung, um den Krebs zu bekämpfen, sogar wenn man bereits erkrankt ist. Das ist eine Therapiemaßnahme. Krebszellen stammen von den körpereigenen Zellen des Selbst. Sie sind Zellen des veränderten Selbst und dem Selbst damit sehr ähnlich. Das Immunsystem toleriert sie und kann sie manchmal nur schwer erkennen. Deshalb muss es lernen, sein Ziel ausfindig zu machen. Also zurück auf die Schulbank. Egal um welche Krankheit es sich handelt, das Prinzip der Impfung ist immer dasselbe. Dem Immunsystem muss beigebracht werden, die Krebszellen effektiv zu bekämpfen. Dazu muss es erst einmal sein Ziel erkennen, das Antigen der Krebszelle. Dann werden die Zellen so trainiert, dass sie dieses Antigen mit dem richtigen Antikörper, einem harpuneartigen Detektor, angreifen. Yep, wir sind bereit! Um unser Immunsystem so zu schulen, dass es sein Ziel erkennt, gibt es die unterschiedlichsten Strategien und Impfstofftechniken. Für Krebserkrankungen, aber auch für andere Krankheiten. Thank you.